Woher kommt eigentlich Esther Kieserit? Das einzigartige Mineral Kieserit ist vor über 250 Millionen Jahren bei der Auskristallisierung von Meerwasser entstanden. In Deutschland existiert die einzige Gewinnung aus natürlichen Lagerstätten, welche die Minerale Kalium und Magnesium im Rohsalz miteinander verwachsen enthalten. Hier wird das Rohsalz seit über 150 Jahren exklusiv von der K+S Kali GmbH abgebaut und dient seither als Rohstoff für das Düngemittel Esther Kieserit. Denn was natürlich entstanden ist, sollte auch natürlich bleiben. Wie wird Kieserit abgebaut? Der Abbau von Kieserit findet in ca. 700 Metern Tiefe durch mechanische Sprengungen statt. Nach der Sprengung werden die Rohsalzbrocken mit großen Fahrladern zu Abkippstellen und von dort über einen Förderkorb zur Erdoberfläche zur Weiterverarbeitung transportiert. Bereits unter Tage wird der Kieseritgehalt im Rohsalz fortwährend mit modernster Online-Analytik überwacht. Wie wird das gewonnene Kieserit weiterverarbeitet? Hierfür benutzt die K+S Kali GmbH ein sauberes und umweltschonendes Verfahren zur elektrostatischen Aufbereitung. Das patentierte ESTA-Verfahren. Dabei werden die miteinander verwachsenen Mineralien mechanisch getrennt, anschließend elektrisch aufgeladen und dank moderner Hightech-Methoden in einzelne Komponenten geteilt. Und das ganz ohne irgendeine Form von Salzlaugen oder Abwässern. Ganz im Sinne der Umwelt. Das Kieserit wird auf große Granulierteller geleitet, auf denen unter Rotation das Granulat entsteht. Fertig ist das Esther Kieserit. Wie gelangt Esther Kieserit in den Handel? Ob auf Schienen, auf dem Wasser oder auf der Straße. Die K+S Kali GmbH nutzt die individuellen Vorteile aller Verkehrsmittel, ganz nach Wunsch unserer Kunden. Lagerhäuser an vielen Standorten in Europa unterstützen die hohe Verfügbarkeit mit allen Verkehrsmitteln. Bei der K+S Kali GmbH wird der gesamte Prozess unter Tage, in der Weiterverarbeitung und der Logistik durch eine lückenlose Qualitätssicherung begleitet. Kontinuierliche Online-Analytik und regelmäßige Probenahmen und Auswertungen mit modernster Technik gewährleisten, dass nur Produkte bester Qualität in den Handel gelangen. Esther Kieserit steht in der Forschung und Praxis stets auf dem Prüfstand, um den positiven Effekt der wasserlöslichen Nährstoffe auf Ertrag und Qualität zahlreicher Kulturen immer wieder unter Beweis zu stellen. Das gewonnene Wissen wird mit Rat und Tat von den Agronomen der K+S Kali GmbH an die landwirtschaftliche Praxis weitergegeben. Zu welchem Ergebnis führt das? Das Ergebnis von ständiger Forschung, Qualitätsmanagement und sauberer Produktion lässt sich bereits am Blatt erkennen. Viele Kulturen leiden unter Nährstoffmangel, doch durch die regelmäßige Düngung mit Esther Kieserit können Landwirte dem Mangel vorbeugen. Feldversuche belegen die hohe Wirksamkeit. Sehr zur Freude der Pflanzen. Esther Kieserit enthält die Nährstoffe Magnesium und Schwefel in vollständig pflanzenverfügbarer Form und ist damit in der Landwirtschaft und dem Gartenbau universell einsetzbar und besonders schnell wirksam. Dadurch eignet es sich hervorragend zur Düngung magnesium- und schwefelarmer Standorte. Mit Esther Kieserit werden Boden und Kulturen in einer Anwendung mit den wichtigen Nährstoffen Magnesium und Schwefel optimal versorgt. Somit sind alle zufrieden. Der Boden, die Pflanzen und der Landwirt. Esther Kieserit. Natürlich wirksam. Garant für hohen Ertrag und beste Qualität.